Das Wetter nimmt allmählich herbstliche Züge an. Kein Wunder, dass es jetzt immer mehr Wassersportler in die Hallenbäder zieht. Seit heute kann dafür auch das neue Schwimmparadies in Lobeda West von jedermann genutzt werden. Nach knapp 3 Jahren Bauzeit überreichte Bäderbetriebsleiter Ulrich Klose einen Blumenstrauß an den ersten zahlenden Badegast. Tobias Reichmann wohnt selbst in Lobeda und war in der Vergangenheit des Öfteren im Galaxy zu Gast, nutzte dort allerdings meist die Sauna. Im 50-Meter-Becken des neuen Schwimmparadieses will er jetzt regelmäßig seine Bahnen ziehen. Bereits am späten Freitagnachmittag gab es eine Eröffnung im geschlossenen Rahmen. Dabei war auch Bäderchefin Susanne Zetzmann vor Ort, die einen Blick zurück auf die Bauzeit warf. Diese stand ganz im Zeichen von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg. Dadurch ist es nicht selbstverständlich, dass die Sportschwimmhalle nach weniger als 3 Jahren Bauzeit eröffnet werden konnte und mit etwas mehr als 19 Millionen Euro nur knapp 10% teurer war als ursprünglich geplant. Tatsächlich ist es nicht ganz ohne gewesen. Also gerade in der Corona-Zeit hatten wir das ein oder andere Mal eine Schließzeit auf der Baustelle. Aber das größere Problem waren tatsächlich die Kosten, die auf uns zukamen. Und das zu bewältigen, trotzdem noch im Kostenrahmen zu bleiben. Und da kam uns sehr gut zugute, dass wir im Prinzip relativ früh schon ausgeschrieben haben. Also viele Verträge standen schon und wir konnten auf diese Verträge auch bestehen, sodass der Kostenrahmen fast gehalten ist. Auch für die Bürgerinitiative Eine Schwimmhalle für Jena ist die Eröffnung ein großer Erfolg. Schließlich gab es schon vor mehr als 50 Jahren erste Ambitionen in diese Richtung. Wie Dr. Jörg Fuchs bei einem kurzen Rückblick betonte, war ein ernsthafter Anlauf aber erst nach der politischen Wende möglich. Erst überhaupt die ganzen gesellschaftlichen Veränderungen haben es ermöglicht, dass in einem demokratischen Prozess eine Kommune selber darüber abstimmen kann, was sie machen will und was sie nicht machen will, dass es nicht von oben diktiert wird. Und das ist für mich ein unheimlicher Gewinn gewesen, dass es in Jena natürlich dann nochmal 30 Jahre fast gedauert hat, bis wir materiell in der Lage waren, sowas umzusetzen. Das ist normal. Man muss immer mal sehen, wo wir hergekommen sind und wie sich Jena entwickelt hat. Auch für Stadtwerke-Geschäftsführerin Claudia Budig ist die Eröffnung ein wichtiger Meilenstein. Allerdings war das Millionenprojekt nicht ganz unumstritten. Schließlich gibt es in unmittelbarer Nähe zum neuen Schwimmparadies schon eine Sportschwimmhalle in Lobeda. Also zum einen haben wir einfach einen Bedarf gehabt. Die alte Schwimmhalle in Lobeda ist wirklich technisch absolut am Ende. Die hätte ohne eine große, große Maßnahme nicht weiter betrieben können. Wir sind froh, dass sie durchgehalten hat. Und auf der anderen Seite ist der Bedarf auch wirklich hoch. Das geht ja, man hat ja gemerkt, wie die Schwimmausbildung zurückgegangen ist, durch Corona noch verstärkt. Es gibt einfach zu viele Kinder, Jugendliche, die nicht schwimmen können. Und das ist schon auch einfach lebensnotwendig, ja. Bei der Eröffnungsfeier war auch ein kleines Kulturprogramm geboten. So zeigten sich am Beckenrand die Toledos von ihrer artistischen Seite. Und auch im Wasser ging es äußerst elegant zu, und zwar beim Synchronschwimmen. Höhepunkt war allerdings die Schwimmstaffel. Dabei traten Vertreter verschiedener Institutionen gegeneinander an. Neben den Stadtwerken stellte auch die Stadt eine Mannschaft, angeführt von Oberbürgermeister Thomas Nitsche. Es handelte sich natürlich nur um ein lockeres Anbaden, aber die Teilnehmer gaben sich dennoch kämpferisch. Den verdienten Sieg sicherten sich letztlich die Vertreter der Jenaer Vereine. Wer jetzt selbst einmal in das neue Becken eintauchen will, kann in der Eröffnungswoche an kostenlosen Kursen teilnehmen. Es gibt aber auch Möglichkeiten für eine gemütliche Besichtigung. Weitere Informationen finden Sie online unter stadtwerke-jena.de/bäder.